Yo, was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Heute mal wieder mit einem Video. Und zwar schauen wir uns heute die 10 teuersten Karten aus der neuen Gold Series, Return of the Bling, an. Die ist halt gestern, heute, kommt drauf an, wann das Video kommt, letzte Woche, halt, ist die Series erschienen. Es hat ein paar interessante Karten drin und deswegen schauen wir uns mal ganz kurz, ganz schnell die 10 teuersten Karten daraus an. Also, da haben wir als erstes, also auf Nummer 10, Crush Card. Ich habe ja ein Review dazu gemacht. Ich finde die Karte also ist nicht schlecht, auch wenn sie den neuen Effekt jetzt hat. Und sie ist halt noch gebannt. Also Bannlist ist immer noch nicht draußen. Und vielleicht, wenn ich das Video, nachdem ich das Video mache, ist die Bannlist draußen und die Karte wird steigen, weil sie dann wieder zurück ist oder so. Aber fürs Erste ist sie noch auf 3,75 € und somit auf Platz 10. Dann haben wir auf Platz 9 die Exodia-Teile. Also die Arme und Beine, nicht der Kopf, der ist ein bisschen teurer. Und Exodia eigentlich immer beliebt. Ich glaube, das ist jetzt die billigste Version von der Exodia. Oh, aber trotzdem immer noch alles Glitzer. Also denke ich mal, wird das sehr beliebt sein. Und komplett, denke ich mal, kriegt man immer noch eine gute Summe dafür. Und die müssten eigentlich dann noch ein bisschen steigen im Preis, denke ich mal. Es ist immer in Exodia. Auf Platz 8 haben wir Glaubbalb mit 3,80. Als sie von der Liste runterkam, war sie ja ein bisschen teurer, aber hat seitdem nicht so viel Spiel gesehen, wurde nicht so oft gespielt, deswegen war der Preis jetzt auch nicht so hoch und jetzt mit dem Reprint ist halt noch billiger geworden. Dann auf Platz 7 haben wir eine interessante Reprint-Karte und zwar Spellbook Tower. Das ist jetzt um die 3,90 herum. War davor, glaube ich, immer auf stabilen 15 und früher als Spellbook halt noch ein bisschen stärker war, war sie auch immer zwischen 20 und 25, also eigentlich immer eine recht teure Karte. Und jetzt leider viel zu spät der Reprint, aber für die, die es immer noch spielen wollen, können sie sich jetzt endlich den Tower für ein bisschen billiger holen. Der Rest ist ja auch reprintet worden und jetzt eigentlich auch billig. Und jetzt durch den Turm, der jetzt auch billiger geworden ist, ist das komplette Deck eigentlich reprintet worden und für einen ordentlichen Preis zu bekommen. Dann haben wir auf Platz 6 den Mathematiker. Der ist für 4,70 zu bekommen. Erster Reprint von ihm war davor in Dragons of Legend, Secret Rare und ging immer zwischen 5 und 10 €. Und ich denke mal, der wird genauso in die Richtung gehen. Es sei denn, er wird irgendwie betroffen, so wie in der OCG-Liste. Das habe ich ja in meinem OCG-Bandless-Review mal erwähnt. Könnt ihr mal abchecken, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Ansonsten haben wir überraschenderweise auf Platz 5 nur den Dark Matter Dragon, Nummer 95. Und das Interessante noch daran ist, er ist die einzige Gold Secret Rare. Die anderen Karten sind nur Gold Rare. Und er, obwohl er die einzige Gold Secret Rare ist, ist er nur auf Platz 5. Aber das denke ich, wird sich auf jeden Fall ändern. Also, das ist eigentlich die beste Karte aus dem Set, denke ich mal. Müsste eigentlich auch sehr spielstark sein. Also, wenn das Deck dann anfängt, irgendwas zu gewinnen, irgendwas zu reißen, dann denke ich mal, wird er auf jeden Fall steigen. Dann haben wir auf Platz 4 Exodia den Kopf. Keine Ahnung, wieso der teurer ist. Wahrscheinlich einfach, weil er der Kopf ist oder so. Aber von der Rarität her ist er nicht anders als die anderen Teile. Wie gesagt, zu Exodia, also wenn man sie komplett hat, kriegt man wahrscheinlich immer noch einen guten Preis dafür. Dann kommen wir auch schon zu den Top 3. Da haben wir Raigeki. War, seitdem sie wiedergekommen ist, auch relativ teuer. Sogar die Common. Jetzt die aus der Gold Series kriegt man für 7 €. Also auch immer noch ganz okay der Preis. Und sie wird jetzt auch vermehrt gespielt, also mit dem neuen Reprint können sich mehr Leute die Karte leisten. Auf Platz 2 haben wir dann auch Nummer 101, Silent Honor Arc. Geht für 7,80 € momentan. Was mich ein bisschen überrascht, dass die so gefragt ist. Also Arc wurde eigentlich von Castell abgelöst und die Nachfrage nach Arc war jetzt eigentlich nicht mehr so stark. Und der wurde, glaube ich, auch schon reprinted in der Megatin, wenn ich mich nicht täusche. Ja, genau. Dann haben wir auf Platz 1, wie zu erwarten, keine Überraschung, Lavabel Chain für 10 €. Ist sehr flexibel, kann man in vielen Decks benutzen und wurde halt jetzt durch eine Clause ziemlich stark gehypt und war eine Zeit lang sogar auf, ich weiß nicht wie viel, aber sehr viel. Und das ist halt ein bisschen ungerecht. Es konnten halt dadurch viele Spieler, die das für ein anderes Deck, für ein Fun-Deck oder so gebraucht hatten, nicht spielen. Aber jetzt durch den Reprint 10, 10er, denke ich mal, wird schon verkraftbar sein. Vor allem, weil man den meistens nur einmal braucht. Ja, das waren auch schon die 10 teuersten Karten aus dem Set.
paar Karten, die ich noch nennen würde, die es nicht auf die Liste geschafft haben, sind Amadis, gute Karte, guter Reprint, Master Anki und dieser Perepero Cerberus, der soll auch nicht schlecht sein. Und vielleicht noch Solemn Warning, obwohl die gerade nicht so oft gespielt wird. Ansonsten war es auch schon wieder, Leute. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, liken, subscriben, kommentieren. Checkt wie immer unsere anderen Videos ab und ciao.